Insgesamt die Anzahl der Tötungsdelikte ist rückläufig. Also das Erste, was Sie mitbringen müssen, ist Zeit, denn das dauert. Erst einmal vielen Dank, dass wir Sie zum Interview treffen dürfen. Wie sieht ein typischer Morgen bei Ihnen aus? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die, dass ich in mein Büro gehe und mich mit einem Fall beschäftige. Das heißt, ich habe Fotos, ich habe ein Obduktionsgutachten, ich habe Tatortbefundberichte und muss mich in einen Fall einarbeiten. Oder es gibt die Option, dass ich einen Anruf bekomme und dann muss ich irgendwo hinfahren. Und dann ist ein aktueller Fall passiert und wir unterstützen vor Ort die Kollegen. Das heißt, wir schauen uns den Tatort an, wir sind bei der Obduktion mit dabei. Also insofern, das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was passiert. Kann es passieren, dass Sie nachts aus dem Bett geschmissen werden, weil Fall ansteht? Das kann auch passieren, das kommt Gott sei Dank eher selten vor, denn es ist ja so, dass wenn wir am Tatort sind, dann ist ja die Spurensicherung erstmal wichtig. Das heißt, es müssen die Leiche vor Ort, die müssen wir nicht sehen, was es angeht. Denn dann ist erstmal wichtig, dass alle Spuren gesichert werden und es ist ja so, es wird ja alles fotografiert, videografiert. Inzwischen gibt es ja moderne kriminaltechnische Möglichkeiten, dass man sogar virtuell durch so einen Tatort sich bewegen kann. Also insofern, es hat sich ein bisschen verändert. Okay. Was meinen Sie? Leben wir in einer Welt, die immer gewaltbereiter wird oder kommt es uns nur so vor, weil die Medien permanent Bericht erstatten? Also ich denke schon, dass die Berichterstattung eine andere ist. Das ist natürlich auch klar, wenn Sie zurückdenken vor vielen Jahren, da war die Medienlandschaft eine gänzlich andere. Es gab ein paar große Fernsehsender und die haben berichtet. Und jetzt ist es ja so, dass durch die neuen Medien ja ein viel größeres Angebot da ist. Tatsächlich ist es so, dass wir zum Beispiel, wenn wir uns die Anzahl der Sexualmorde in Deutschland anschauen, die Anzahl ist rückläufig. Also da haben wir sinkende Zahlen. Auch insgesamt die Anzahl der Tötungsdelikte ist rückläufig. Und insofern, das ist ein Bereich, in dem die öffentliche Wahrnehmung häufig von der polizeilichen Kriminalstatistik sich echt unterscheidet. Und das hängt eben unter anderem daran, weil die Wahrnehmung eine andere ist. Okay. Sie haben ja viel Erfahrung mit Tathergängen und Täterprofilen. Wenn Sie jetzt den perfekten Mord begehen müssten, was würden Sie machen oder beziehungsweise was würden Sie nicht machen? Als allererstes, ich würde es Ihnen nicht erzählen, wie es geht. Insofern, ich habe so eine grobe Vorstellung, wie das laufen müsste, aber das werde ich nicht preisgeben. Was ist denn eine Sache, die schnell zur Aufdeckung eines Falles führt? Naja gut, es sind natürlich immer wieder Entscheidungen, die ein Täter fallen muss und der muss die Entscheidung treffen, hat er geplant oder hat er nicht geplant. Meistens wird es dann schwierig, wenn es emotionale Taten sind, in dem keine Planung vorangegangen ist, sondern sich situativ eine Situation ergibt und es dann zum Tötungsdelikt kommt. Und dann kommen diese Täter auch sehr schnell in so eine Überforderung. Das merkt man dann, wenn es um Leichenbeseitigung oder Spurenvermeidung geht. Da ist nichts geplant und dann wird es schwierig. Okay. Mal angenommen, ich würde jetzt Fallanalytikerin werden wollen. Wie sieht da mein Weg aus? Was habe ich für Anforderungen, die ich mitbringen muss? Also das Erste, was Sie mitbringen müssen, ist Zeit, denn das dauert. Der Weg ist, erstmal geht man zur Schutzpolizei, dann wechselt man zur Kriminalpolizei. Nur wenn man zur Kriminalpolizei wechselt, dann fängt man auch nicht gleich bei der Mordkommission an, sondern das geht natürlich mit anderen Deliktsbereichen los. Dann könnte man wechseln zur Ermittlung, eben im Bereich der Mordkommission zum Beispiel. Dann bräuchte man da einige Jahre Erfahrung und dann müsste man durch ein Auswahlverfahren durchkommen. Und dann beginnt erst die Ausbildung zum Fallanalytiker. Und die Ausbildung zum Fallanalytiker dauert auch noch mal knapp 3, 3,5 Jahre. Und erst dann ist man durch. Also das heißt, wenn alles ideal laufen würde, dann wären das 10 Jahre, bis man im Endeffekt soweit ist. Okay, das heißt, man braucht auf jeden Fall Ehrgeiz, um den Weg zu bestehen. An welcher Stelle beginnt überhaupt Ihre Arbeit als Fallanalytiker? Es kann dann beginnen, zum Beispiel, wenn es ein außergewöhnlicher Vermisstenfall ist. Das heißt, es ist noch gar kein Tötungsdelikt, aber es ist ein Vermisstenfall, bei dem die Umstände eher dafür sprechen, dass es ein Tötungsdelikt sein könnte. Da könnte es sein, dass wir schon in Einsatz kommen. Oder ansonsten, wenn zum Beispiel eine Leiche aufgefunden wird und die Situation für die Ermittler vor Ort schwierig sich darstellt, zum Beispiel, dass das Motiv unklar ist oder dass der Tathergang unklar ist, und dann kommen wir eben mit in Einsatz und unterstützen und beraten die Kollegen. Und wie sieht dann da so der Ablauf aus, wenn Sie dazu gerufen werden? Was machen Sie da? Also das Erste, was wir immer machen, ist, wir fahren vor Ort und wir schauen uns die Gegebenheiten vor Ort an. Das ist sehr wichtig. Den Tatort muss man sich anschauen, auch wie sind die Eindrücke, die auf den Täter wirken. Was nimmt er denn wahr in der Situation zum Beispiel? Das schauen wir uns an. Wir schauen uns aber natürlich auch an, welche äußeren Faktoren spielen eine Rolle.
Wir schauen uns dann, wenn es möglich ist, auch die Obduktion mit an. Wir besprechen uns dann mit den Rechtsmedizinern und mit den Spurensicherern. Und wir sammeln als erstes mal diese Informationen. Und wenn wir genug Informationen haben, dann beginnt der eigentliche Analyseprozess. Das heißt, dann ziehen wir uns wieder zurück bei uns auf der Dienststelle. Und dann starten wir die eigentliche Analyse, die in einem, sag ich mal, durchschnittlichen Tötungsdelikt circa eine Woche in Anspruch nimmt. Und nach einer Woche können wir dann erste Ergebnisse präsentieren, wenn die Informationslage da schon ausreichend ist. Okay. Gibt es so Grenzen, wo dann die Gesetzgebung Ihre Untersuchung beschränkt, also einschränkt? Nein, also das gibt es in dem Sinne natürlich nicht, denn ein Ermittlungsverfahren wird Das Ermittlungsverfahren ist geregelt in der Strafprozessordnung und da sind die Rahmenbedingungen sehr klar. Aber natürlich gibt es immer wieder Diskussionen über aktuelle Themen wie Vorratsdatenspeicherungen oder Ähnliches, was natürlich für die Ermittlungen eine Rolle spielt. Also die Frage, wie lange habe ich bestimmte Daten zur Verfügung? Und natürlich ist es für uns auch sehr schwierig, wenn bestimmte Daten einfach nach einem Zeitraum gelöscht sind, nur aufgrund des Umstands, weil zum Beispiel die Leiche so lange nicht gefunden wird. Und das ist natürlich dann für uns großes Pech. Das heißt, es könnte sein, dass der Täter eventuell sogar mit dem Opfer telefoniert hat. Wir hätten die Nummer drauf, aber wir haben diese Daten nicht, weil er zu spät gefunden wird. Und das macht natürlich dann die ganze Sache sehr schwierig. Ja. Sie haben ja schon unzählige Fälle behandelt. Welcher Fall ist Ihnen da am meisten im Gedächtnis geblieben und warum? Es sind natürlich mehrere Fälle, die über die Jahre einem in Erinnerung bleiben, aber zweifelsohne die Fälle der Soko Dennis. Das war der Maskenmann, so wurde er von den Medien genannt, der nachts in Schullandheime, Zeltlager und in Häuser, Privathäuser eingedrungen ist, dort die Kinder, es waren alles Jungs, sexuell missbraucht hat und einen Teil dieser Kinder auch entführt und getötet hat. Das war der längste Fall, wenn Sie so wollen, an dem ich gearbeitet habe. Da habe ich selber 14 Jahre lang dran gearbeitet, an diesem Fall. Und natürlich, der beschäftigt einen über die ganze Zeit, denn man stellt sich ja immer die Frage, können wir noch irgendwas besser machen? Können wir unser Täterprofil noch verfeinern? Welche Möglichkeiten gibt es noch? Und insofern, wenn Sie so lange an einem Fall arbeiten, der lässt Sie natürlich dann auch nicht los, auch wenn er geklärt ist. Das heißt, immer wenn es neue Ergebnisse gab, haben Sie sich dann wieder hingesetzt und am Täterprofil gearbeitet? Genau, oder einfach auch sonst nochmal einen kritischen Blick drauf geworfen, auch auf die eigene Arbeit nochmal einen kritischen Blick zu werfen, denn man entwickelt sich ja weiter und deswegen schaut man sich natürlich auch die eigene Arbeit immer wieder kritisch an. Oder gibt es auch jemand anders aus dem Team, der mal kritisch draufschauen soll und ob denn vielleicht nicht noch irgendwas übersehen wurde. Aber wir arbeiten ja, was für uns sehr wichtig ist, wir arbeiten im Team und das ist sehr wichtig, denn unsere Arbeit lebt von Hypothesen und Hypothesenvielfalt, aber vor allem auch von Hypothesenprüfung und das geht nur im Team richtig. Die Fallanalyse, die gibt es ja in den USA schon länger oder sie wird schon länger angewandt als in Deutschland. Gibt es da irgendwas, was man von den Fallanalytikern in den USA lernen kann? Unsere Methodik ist vom Grundsatz her sehr ähnlich, das muss man sagen. Aber natürlich haben die Kollegen beim FBI andere Rahmenbedingungen. Die sind für ganz Amerika zuständig. Das heißt, für die ist es ein bisschen schwieriger, mal schnell zum Tatort rauszufahren, was bei uns relativ leicht mal geht. Also da sind die Kollegen immer ganz neidisch auf unsere Rahmenbedingungen, was es angeht. Aber ansonsten ist die Methodik sehr ähnlich. Also insofern ist es für uns aber immer gut, dass man sich auch austauscht. Zum Beispiel, dass man auch eigene Fälle mit rüberbringt und die werden nochmal kritisch betrachtet. Also auch so eine Art Peer-Review, das da stattfindet. Das haben wir aber auch auf europäischer Ebene mit unseren Kollegen aus England oder aus Holland zum Beispiel. Okay. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie nochmal einen komplett neuen Berufsweg einschlagen müssten, was kommt Ihnen da in den Sinn? Was würden Sie machen? Ui, das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, dass ich vermutlich was Ähnliches machen würde. Was mich schon immer interessiert hat, war die Frage nach dem Warum. Und die ist ja auch wesentlich in meinem Beruf. Die Frage, warum macht ein Mensch so etwas? Warum zeigt ein Täter bestimmte Verhaltensweisen? Und ich glaube, ich würde dann wahrscheinlich in einem anderen Bereich arbeiten, wo ich auch Warum-Fragen stellen könnte. Also wahrscheinlich würde ich mich im Journalismus wiederfinden und dort versuchen, die Fragen zu stellen. Wahrscheinlich im investigativen Bereich. Also insofern würde ich wahrscheinlich nur von anderer Seite ermitteln. Okay. Dann habe ich zum Schluss noch sozusagen ein Spiel mitgebracht. Okay. Und zwar werde ich Ihnen jetzt gleich 5 Begriffe nennen. Und ich würde Sie bitten, dass Sie uns zu jedem Begriff eine Lebensweisheit nennen, beziehungsweise in einem Satz uns etwas auf den Weg mitgeben. Berufswahl. Sehr wichtig, soll man sich sehr gut überlegen, denn man wird viele, viele Jahre darin verbringen.
es muss wichtig sein, dass man zufrieden ist. Und die Zufriedenheit hängt nicht am Materiellen. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wenn ich weiß, wofür ich jeden Tag in die Arbeit gehe, dann habe ich es richtig gemacht. Okay. Ausbildung bzw. Studium? Ich glaube, dass die Kombination sehr gut ist. Dass man nicht nur ein theoretisches Wissen hat, sondern das auch in der Praxis anwenden kann. Und ich glaube, dass man gut beraten ist, hier eine Kombination von Theorie und Praxis zu finden, die tatsächlich auch was bringt für die Leute. Okay. Cannabiskonsum? Im medizinischen Bereich ja momentan groß im Einsatz, das muss man sagen. Ich glaube, dass es ein Thema ist, das natürlich eine gewisse Schwierigkeit mit sich bringt. Ich glaube, man darf nicht grundsätzlich alles verteufeln, das ist das große Thema dabei. Aber ich denke, es gibt Bereiche, da muss man sich überlegen, wie will man damit umgehen. Ich glaube, das ist eine differenzierte Diskussion wäre da hilfreich. Ich habe manchmal den Eindruck, da wird nicht differenziert diskutiert. Da geht es mehr um Meinungen und weniger um wirklich faktenbasierte Diskussionen. Haushalt. Wichtig. Als Student ganz spannend. Ändert sich später, wenn man dann mal in der Beziehung ist oder in der Familie ist. Da werden die Rollen dann einfach anders verteilt. Okay. Und zuletzt Liebe. Liebe, eines der wesentlichsten Dinge im Leben, würde ich sagen. Und zwar egal zu welchen Dingen. Entweder zu dem geliebten Menschen, den man findet, dem Partner, den man findet, zu dem Beruf, den man findet, zu Hobbys, die man findet, Freunden. Wichtig. Ohne Liebe ist es sehr schwierig.